Herzlich willkommen zur Asklepios Gesundheitssendung. Wenn die Schilddrüse in Unordnung ist, dann ist alles in Unordnung, so sagen es Patienten gerne, die mit der Schilddrüse zu tun haben. Sei es nun, dass die Hormonproduktion durcheinander geraten ist oder dass Knoten entstanden sind. Manchmal kann eine Operation der richtige Weg sein und darüber sprechen wir jetzt. Bei mir ist Maria Bürle, sie ist Sektionsleiterin der endokrinen Chirurgie an der Allgemein- und Viszeralchirurgie an der Asklepios-Klinik Altona. Schön, dass Sie Zeit haben, Frau Bürle. Guten Tag, danke, dass ich heute hier sein darf. Vielleicht eine kleine Übersicht. Wann muss man operieren? Prinzipiell gibt es drei Gruppen oder drei Ursachen, warum wir eine Schilddrüse operieren müssen. Einmal ist, wenn sie sich vergrößert und Knoten bildet. Das ist, da hat man das früher Kropf genannt, heißt heutzutage auch Kropf. Auch ein anderes Wort wäre Struma. Mhm. Die zweite Ursache, wann Schilddrüsen operiert werden müssen, ist, wenn die Schilddrüse in eine Überfunktion geht und auf längere Sicht nicht behandelt werden kann oder gebremst werden kann. Mhm. Und das dritte ist, wenn wir einen Knoten haben, der auffällig ist in Richtung, dass sich da was Bösartiges entwickeln könnte oder dass was Bösartiges vorliegt. Das sind so die drei Gruppen, wo man über eine Operation nachdenken muss. Dann fangen wir doch mal an mit dem Kopf. Warum kriegt man den? Warum wächst da so viel? Also die Schilddrüse neigt dazu, im Laufe des Lebens zu wachsen. Mhm. Das tut sie auch häufig, weil wir nicht ausreichend Jod zu uns nehmen. Ja, also in Deutschland war viele, viele Jahrzehnte Jodmangelgebiet. Das sind wir heute nicht mehr. Aber wir wissen, dass die Jodversorgung in der Bevölkerung weiterhin nicht ausreichend ist. Und wenn es der Schilddrüse an Jod mangelt, neigt sie, das ausgleichen zu wollen, indem sie wächst. Das ist einer der Gründe. Mhm. Und es gibt auch genetische Gründe. Es gibt wirklich Familien, wo es dann sehr häufig von einer Generation in die nächste die Neigung zur Knotenbildung weitergegeben wird. Mhm. Und dass die Schilddrüse sich vergrößert dementsprechend. Jetzt doch noch mal eine Frage zum Jod. An der Küste ist ja mehr Jod als im Binnenland. Ja. Wenn man im Binnenland lebt, also südliches Deutschland, reicht dann Jodsalz, also angereichertes Jodsalz? Ja, reicht es, wenn man auch ein bisschen ein Fischkonsum noch zusätzlich, also Fisch zu sich nimmt. Ja. Das reicht, aber wir merken, dass viele, viele Menschen heutzutage nicht mehr das Jodsalz, dadurch, dass wir heute Himalaya-Salz und Gewürzsalz und so weiter, ist das leider das jodierte Speisesalz etwas in den Hintergrund geraten. Also sollte man doch darauf achten. Ja, das wäre hilfreich. Wenn man jetzt dieses Gefühl hat, dass es immer dicker wird am Hals, ist natürlich unangenehm. Dann könnte man sagen, ich gehe mal zum Arzt, frag den. Gibt es einen weiteren Grund, warum man einen Kropf operieren sollte? Also, dass sich das irgendwie verschlechtern könnte? Ja, also wenn die Schilddrüse wächst, macht es häufig schon Symptome wie Räuspern. Oh ja. Ne? Also schon in einem relativ frühen Stadium. Oder man merkt es beim Schlucken, weil die Vergrößerung auf der linken Seite, da ist die Speiseröhre, dann merkt man das beim Schlucken durchaus. Das sind keine Schmerzen, sondern das ist ein angestrengtes Schlucken oder dass man nochmal nachschlucken muss. Das sind Sachen Räuspern, Schluckbeschwerden können Probleme machen. Man kann auch ein Druckgefühl haben, dass man nachts auf dieser Seite nicht liegen möchte. Ja? Und was letztendlich dann diese Symptome, dann wird der Hausarzt kontrollieren und wird zwei Dinge erstmal machen, wird einen Ultraschall machen, um zu schauen, wie groß ist die Schilddrüse, die kann man ausmessen, sind Knoten vorhanden und gleichzeitig parallel dazu muss man aber auch die Hormonproduktion überprüfen. Das geht über eine Blutentnahme. Und wenn man sich dann zur OP entscheiden würde, wie würde das dann ablaufen? Die OP meinen Sie, ganz konkret. Hm? Ja. Also bei einer Schilddrüsen-OP muss immer festgelegt werden, die Schilddrüse hat ja die Form von einem Schmetterling. Ja. Ja? Und wir müssen immer entscheiden, bevor wir operieren, was muss getan werden. Weil wir können entweder nur den linken Schilddrüsenlappen, also den linken Flügel von dem Schmetterling entfernen oder den rechten. Oder es gibt auch Gründe, warum die Schilddrüse komplett entfernt werden muss. Wenn das festgelegt ist, dann bei der Operation, die erfolgt in Vollnarkose,
Hause, dann wird hier ein Schnitt gemacht. Ja? Mhm. Wir versuchen das auch kosmetisch auch möglichst gut zu legen, den Schnitt, sind aber ein bisschen gebunden, dass wir auch da hinkommen, wo wir hinkommen müssen. Bei der Operation trägt man eine Lupenbrille, damit man besser sehen kann. Und das Erste, was man macht, ist, man sucht den Stimmbandnerven auf. Ja, die ganze Operation ist aufgebaut, den Stimmbandnerven zu schonen. Und man sucht ihn an einer Stelle auf seinem Weg hinter der Schilddrüse zum Kehlkopf. Ja. Mhm. Dann wird der Schilddrüsenlappen etwas angehoben und dann stellt man den Stimmbandnerven da in seiner ganzen Länge. Weil, wenn wir ihn vor Augen haben, ist er am besten geschützt. Aha, ja. Weil die Gefahr besteht sonst, dass man ihn eventuell beschädigen könnte? Genau, das ist eine sehr verbreitete Sorge bei Schilddrüsenoperationen, die wir aber sehr gut mit dieser ganzen Methodik auch sehr gut im Griff bekommen haben in den letzten Jahrzehnten, sodass es sehr, sehr selten geworden ist, dass der Stimmbandnerv verletzt wird und es dadurch zu einer Heiserkeit kommt. Dieser Stimmbandnerv, also am Anfang, genau, man muss wissen, wo er ist. Genau. Wie sichern Sie sich ab, dass Sie auch während der OP, auch später, ihn nicht irgendwie erwischen? Also er bleibt unter Sicht, ja, erst wenn wir ihn sehen, dann machen wir das Eigentliche, wofür wir vor Ort sind, dass wir den Schilddrüsenlappen immer schrittweise herauslösen, aber immer mit dem Stimmbandnerven unter Sicht, weil man weiß, so ist die Wahrscheinlichkeit, dass man ihn verletzt, am geringsten. Ja. Wir haben noch zusätzlich eine Sonde, weil Stimmbandnerven können elektrische Potenziale leiten, sodass wir mit dieser Sonde können wir an einem Computer bekommen wir eine Kurve und während der ganzen Operation überprüfen, ob es dem Stimmbandnerven gut geht. Wie praktisch. Das ist sehr gut, ja. Das ist sehr, sehr gut. Das hilft, das ist auch sehr hilfreich für uns Operateure. Ja. Warum kann man nicht die Hälfte von so einem Lappen rausnehmen nur? Also einzelne Knoten, das hat man früher gemacht. Ja, das war eine komplette andere Operationstechnik, die man damals angewandt hat. Wir machen das heutzutage aus zwei Gründen ungern. Die Schilddrüse hat eine Kapsel, das müssen Sie sich vorstellen, wie so die Klarsichtfolie in der Küche. Ja, wenn wir da reinschneiden in die Kapseln, die Schilddrüse ist wie ein schwammartiges Gewebe und wird von Blut umspült. Und wenn ich da reinschneide, dann blutet es. Und es blutet nicht aus einem Gefäß, sondern es blutet aus allen Poren. Oh ja. Sodass wir A, die Übersicht verlieren, den Stimmbandnerven außer Sicht gelangt. Mhm. Und zweitens ist es ein bisschen schwieriger mit der Blutstillung, dann so eine große Fläche, da eine Blutstillung durchzuführen. Mhm. Das ist Nummer eins. Und zweitens ist, wenn jemand schon eine Schilddrüse hat, die Neigung gezeigt hat, Knoten zu bilden, kann es das durchaus, wenn wir einen Rest lassen auf dieser Seite, kann in dem Restgewebe, können sich nochmal Knoten bilden. Mhm. Und wenn wir dann ein zweites Mal operieren müssen, 5 oder 10 Jahre später, haben wir das Problem, dass wir durch das Narbengewebe der ersten Operation haben wir Probleme, Narbengewebe ist weißlich, den Stimmbandnerven erneut zu identifizieren. Ja, klar. Na? Und deshalb sagt man, es macht nicht viel Sinn, nur einen Knoten aus dem Gewebe, aus der Schilddrüse herauszuschälen. Mhm. Ja? Wenn jetzt Teile oder die ganze Schilddrüse entfernt worden sind, dann fehlt dem Körper ja was. Heißt das, ich schlucke danach lebenslang Tabletten? Ja, das ist so. Ja. Die Schilddrüse produziert Hormone und die können chemisch identisch hergestellt werden. Die sind nicht individuell, also Ihre Schilddrüse produziert die gleichen Hormone wie meine Schilddrüse. Die werden chemisch hergestellt und in Tablettenform nimmt man sie dann zu sich. Mhm. Das ist morgens gleich nach dem Aufwachen. Ja, genau. Das ist ja Endokrinologie und letztlich... Sie sind ja endokrinologische Chirurgin. Endokrine Chirurgin. Genau. Also Sie mischen ja sozusagen beide Kompetenzen eigentlich. Also ich bin trotzdem, ich bin keine Endokrinologin. Die Endokrinologin oder die Endokrinologen, das sind die Internisten, die diese Erkrankungen mittels Tabletten behandeln oder auch feststellen und auch überwachen. Ja. Und wenn der Hausarzt, Internist oder Endokrinologe feststellt, da ist etwas, was operiert werden muss, was man mit Tabletten nicht behandeln kann, das muss operiert werden.
werden, dann stellt man sich bei mir vor und genau. Ich gehöre sozusagen zu den Handwerkern, die dann die Operationen durchführen. Ja, und schon noch etwas mehr. Ein bisschen mehr auch. Ja. Ein bisschen mehr auch. Thema Überfunktion, da sagten Sie ja vorhin auch, sollte man operieren. Warum? Also es gibt unterschiedliche Ursachen für eine Schilddrüsenüberfunktion. Das sind zwei große Gruppen. Einmal die Knoten, die Sie in der Schilddrüse haben, dass die zu viel Hormone produzieren. Mhm. Ja. Und das andere ist noch ein separates Kapitel. Da wäre die Ursache eine Autoimmunerkrankung. Der Morbus Basedow zum Beispiel kann auch eine Ursache sein. Mhm. Beim Morbus Basedow wissen wir zum Beispiel, den können wir mit Tabletten erstmal die Überfunktion bremsen. Und nach einem Jahr ist bei 85% der Patienten keine Überfunktion mehr vorhanden. Mhm. Da muss man also nicht operieren. Mhm. Aber bei den Patienten, die heiße Knoten haben, also die Knoten produzieren zu viel Hormone, bei denen kann man auch die Tabletten anwenden, um die zu bremsen, die Schilddrüse und die Überfunktion. Allerdings ist da das Problem so ein bisschen, diese Tabletten sind nur für eine Therapie von maximal 2 Jahren in etwa zugelassen, weil sie seltene, aber dann auch relativ bedrohliche Komplikationen haben können. Und sie sind einfach für eine lebenslange Dauertherapie nicht zugelassen. Die schädigen die Leber, oder? Genau, so. Die können sowohl die Leber und sie können auch das Blutbild verändern. Und was ist, es gibt doch noch die Radiojodtherapie zum Beispiel. Wäre die keine Option? Doch, die Radiojodtherapie, das ist etwas, was man besprechen muss als Alternative. Und da ist es häufig abhängig, wenn Sie heiße Knoten in der ganzen Schilddrüse haben, würde man sagen, ist die Radiojodtherapie und die Operation sind gleichwertig. Ne? Mhm. Dann kann man als Patient entscheiden, was man möchte. Mhm. Aber auf der anderen Seite, wenn man nur auf der einen Seite, in der einen Hälfte der Schilddrüse zum Beispiel einen heißen Knoten hat, dann würde ich persönlich auch eher zu einer Operation tendieren, weil wir können ihn damit die andere Hälfte erhalten. Ja, ja? So. Und bei der Radiojodtherapie wird automatisch die ganze Schilddrüse wird ja bestrahlt. Das ist ja Sinn und Zweck der Radiojodtherapie. Mhm. Und dann geht auch die ganze Schilddrüse kaputt. Na, das ist das Ziel. Ja, ne? Genau, das muss man wissen dabei. Genau. Sie haben hier zu viel gesprochen von heißen Knoten und kalten Knoten. Ja. Nochmal, was ist ein heißer Knoten? Also im Ultraschall kann man eigentlich nur Größe und Knoten sehen und ausmessen. Ja. Und erst der Nuklearmediziner, der eine Schilddrüsenszintigraphie macht, der gibt ein Kontrastmittel und macht dann ein buntes Bild, ein relativ buntes Bild hat er dann vor Augen. Mhm. Und er vergleicht die Hormonproduktion von den Knoten im Vergleich zum restlichen Schilddrüsengewebe. Mhm. Und durch diesen Vergleich, das ist auch in diesem bunten Bild sehr nett festgelegt, Knoten, die gar keine Hormone produzieren, sind blau. Mhm. Ja, deshalb nennt man sie kalte Knoten und die produzieren gar keine Hormone. Und die heißen Knoten, die imponieren rot, die sind feurig rot, also heiße Knoten. Ja. Dann wissen wir, dieser Knoten produziert mehr Hormone als das restliche Schilddrüsengewebe. So werden sie differenziert. Und wer von den beiden Arten kann bösartig werden? Es sind die kalten Knoten, die bösartig werden können. Und kann man schon bei der Diagnose erkennen, ob der bösartig werden wird? Nein. Nur weil er kalt ist? Nein, nein. Aber wir wissen, dass kalte Knoten die Knoten sind, die wir regelmäßig beobachten wollen. Ja? Deshalb, also, genau. Genau, deshalb, weil es ist eigentlich ein sehr geringer Prozentsatz. Ne? Wir reden von 5-6% aller kalten Knoten, die über das ganze Leben bösartig werden. Also es ist ein geringer Prozentsatz. Ja. Man muss nicht automatisch operiert werden, weil man einen kalten Knoten hat. Allerdings, er muss beobachtet werden. Weil selbst wenn ich heute einen Ultraschall mache und der Knoten ist noch genauso wie vor 3 Wochen, 3 Jahren, kann ja trotzdem eine Veränderung eintreten. Ne? Mhm. Und es kann dann zu einer Bösartigkeit kommen. Das heißt, wenn er sich verändern würde, dann würde man den Teil, also die Hälfte der Schilddrüse rausnehmen, die da betroffen ist? Genau, man würde das, das macht man auch, um dann endgültig zu wissen oder ausschließen zu können. Das ist ja ein bisschen den Anspruch, den man heutzutage auch hat oder den viele haben, dass ausgeschlossen werden kann zu 100%, da ist nichts. Ja? Und die Beobachtung über Ultraschall, die gelingt eigentlich sehr gut, aber es gibt unterschiedliche Faktoren, die das sehr schwer machen und dann können wir das nicht ausschließen. Ne? Mhm. Und dann
tendiert man eher zu einer Operation. Und nach so einer Operation, wann bin ich wieder auf dem Damm? Eigentlich geht das relativ schnell. Also 2 Tage, Sie sind für 2 Nächte, verbringen Sie im Krankenhaus. Mhm. Und Ihnen geht's gut danach. Also Sie sind frisch operiert, aber nicht bettlägerig. Ja, also Sie können, Sie dürfen alles. Was man allerdings merkt, ist, dass so eine Operation am Hals, wir gehen Ihnen an die Gurgel. Ja, das ist nicht stressfrei. Also man hat sehr viele Ängste. Sie ist aber nicht besonders schmerzhaft, die Operation. Aber sie löst eben große Ängste aus. Und man braucht danach einfach ein paar Tage, um sich von dem Ganzen zu erholen. Genesung haben wir das früher genannt. Ne? Vielen Dank für das interessante Gespräch. Gerne. Gerne. Und wir sehen uns wieder auf Facebook, YouTube, LinkedIn und Instagram. Werden Sie gesund.